Mich, dass wieder so viele da sind zu unserem Community Call. Ja, heute ganz, ganz wichtiger Call. Also wenn ihr noch Leute habt irgendwo in der Schublade, bitte unbedingt einladen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute heute auf den Call kommen, um eben aus der oder von der Company-Seite her, von der Corporate-Seite her ein bisschen mehr zu erfahren. Ja. Was auch wichtig ist, Katharina ist heute wieder da für unser Translating zuständig, also auch ganz wichtig, dass wir sie haben, dass sie uns eben das Ganze macht. Wir werden den Call auch aufnehmen. Ist auch ganz wichtig, dass wir den Call natürlich euch dann intern zur Verfügung stellen können, weil es einfach wichtig ist, diese Details ja zu erfahren und die Details dann natürlich aufzunehmen. Ja, ja, der Peter ist auch da. Danke mir, Peter, auch, dass du heute wieder da bist. Und dann gebe ich das natürlich gleich weiter, das Wort an Peter Santer. Hallo, Servus, Grüße, guten Abend an alle. Ja, die meiste Arbeit wird heute wieder die Katharina für uns machen, das heißt das Übersetzen. Ich danke dafür auch recht herzlich, weil es ist auch, ich habe das immer von Italienisch auf Deutsch gemacht. Sie macht das heute von Englisch auf Deutsch. Und das ist sehr anstrengend natürlich, das Ganze. Und dafür, wie gesagt, herzlichen Dank. Wir haben heute einen Spezialgast hier und den darf ich recht herzlich willkommen heißen und das ist der Recording in Charbel, progress. Head of Global Operations und ich hoffe, wird jetzt auch seine Kamera aufmachen und herzlich willkommen, Charbel, welcome. Hello, thank you very much for this invitation. Hallo allerseits, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. I will go as slow as possible for translation, of course. Ich probiere so langsam wie möglich zu sprechen, natürlich. Slow motion. And as, go ahead, go ahead. And as always, what characterizes me as serious and straight to the point as possible. Und natürlich das, was mich ausmacht, immer wirklich direkt an den Punkt. Also Schabelle ist wirklich, wer ihn schon gehört hat, ein ganz, ganz großartiger Erklärer, der sehr, sehr gut strukturiert die Dinge ja, hier präsentieren wird. Ich freue mich riesig drauf. So added a little bit. So I have a long list of questions here that the German community have for me. Peter sent me these questions around an hour ago. Ich habe hier eine riesige Liste an Fragen, die ihr alle zusammengetragen habt. Peter hat mir die vor einer Stunde zur Verfügung gestellt. And I will go one by one and answer as best as I can with a little time I have. Und da gehen wir jetzt durch, eins nach dem anderen. Einfach so viel Zeit, wie wir haben, nutzen wir heute. So, I guess you can do a little faster. It's fine. Okay. Question number one says, please explain the difference between decentralization and centrality in your words and experiences. Frage Nummer eins ist, kannst du mit den Unterschied zwischen Zentralität und Dezentralität in deiner Erfahrung und in deinen Worten kurz erklären? So, the world has been focused on centralized systems up until this crypto blockchain revolution. And this is good, it's normal. But now, thanks to Bitcoin and blockchain, arrived a different way of doing things. So for me, the main difference is how we store data. Bislang war es so, dass die Welt sich im Prinzip zentral bewegt hat. Alles ist zentral abgebildet worden, bis jetzt sozusagen Bitcoin, die Kryptowelt, diese Revolution hier gestartet hat. Und für mich die zentrale Frage hierbei ist, wie speichern wir Daten? Right now we are in a period of our time, humanity's time, where the most important
asset is information. Jetzt in dieser Zeit der allerwichtigste oder Wert wird eigentlich Informationen beigemessen. And if you have one central point that stores this information, that then that one central point, be it banks, be it governments, be it companies, then they have the power. Wenn wir davon ausgehen, dass alle Informationen an einem zentralen Ort gespeichert werden, Banken, Regierungen oder sonstiges, dann haben diese Institutionen natürlich auch einfach die Kontrolle und die Macht. So thanks to blockchain technology, we somehow take some of that power and distribute that power amongst the people. Dank Blockchain-Technologie sind wir jetzt in der Lage, diese zentrale Power, diese zentrale Machtverteilung sozusagen zu verteilen an ganz, ganz, ganz viele Menschen weltweit. Another thing is, for example, privacy. If you have central systems, then government, companies, banks have the power over your privacy. On the other side, decentralized, there is real privacy. Es ist auch wichtig, über Privatsphäre zu sprechen. Natürlich sind die Institutionen, Regierungen, Banken und so weiter, die die alleinige Kontrolle über unsere Daten haben, auch nicht oder sind diejenigen auch die, die dann unsere Privatsphäre letzten Endes kontrollieren. Und Dezentralität ist eigentlich die einzige oder erste richtige Antwort auf diese Frage. And also for growth in general, when you have a centralized system, you can grow up until certain point, and then you need something different, which is decentralized, to continue expanding. Und es ist auch so, dass man mit zentralisierten Systemen einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt tatsächlich wachsen kann. Wenn darüber hinaus mehr Wachstum stattfinden soll, dann braucht es dezentralisierte Elemente. Now, I'm not saying that centralized is bad. I'm not saying that decentralized is good. My point of view is there always has to be a balance. Both are good. What is bad is extremism. If you only think central is good, or if you only think decentral is good, that's not good. Balance. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass nicht prinzipiell Zentralität schlecht und Dezentralität gut ist, sondern dass es da einfach ein Gleichgewicht braucht. Dass es einfach wichtig ist, dass die Dinge in Balance sind, damit wir eben einfach von beiden profitieren können. So to close this question, humanity has evolved mainly on a centralized system, and it got to a point where it needed to continue growing, to continue evolving a decentralized system where trust is not needed because of the system itself. And then there might come a time in decades in the future, where humanity again maybe needs to come back to central systems, or maybe there will be something else. We don't know. Um final das noch zu sagen, bislang ist es so, dass die Menschheit sich einfach in einem zentralen System weiterentwickelt hat und jetzt eben an einen Punkt gekommen ist, wo es diese Dezentralität braucht. Dezentralität eben auch als ein System, wo wir nicht vertrauen können, denn als eine der Grundcharakteristiken von Dezentralität ist das eben einfach damit gegeben. Und es kann auch sehr, sehr gut sein, wenn wir jetzt eben einfach weiter wachsen, dass wieder irgendwann einen Punkt geben wird, wo Zentralität eine große Rolle für uns spielen wird. So at the end, this question is a little bit philosophical. There is not a right or wrong answer. That is just my point of view. Von daher ist das auch ein Stück weit eine philosophische Frage, auf die es kein richtig oder falsch gibt. Und ich habe jetzt einfach ein paar meiner Gedanken hier dazu gegeben. Question number two.
Why are dApps so important in our ecosystem? Frage Nummer zwei, warum sind dezentrale Applikationen oder Anwendungen in unserem Ökosystem so unglaublich wichtig? In first place, dApps are only apps that are built on decentralized infrastructure. You all know this. Ihr alle wisst So, das. Zuallererst mal sind dezentrale Apps natürlich einfach Anwendungen, die auf einem dezentralisierten System aufgebaut sind. first we need to establish the need for any kind of app, be it app, which is centralized, or dApp, which is decentralized. The world in general, humanity needs to solve problems. There's always problems. There is always different things that people need to solve. And this is a way that humanity solves problems with apps. And now, of course, because of blockchain, with dApps. So there will always be a need for apps or dApps. Ganz grundsätzlich sind Apps, egal ob dezentralisiert oder zentralisiert aufgebaut, immer eine Antwort darauf, dass wir als Menschheit Probleme oder Herausforderungen lösen wollen. Und von daher ist es gleichermaßen, egal ob jetzt zentral oder dezentral, erstmal wichtig, dass wir natürlich einfach Apps entwickeln, die für die Menschheit entscheidend sind. Now, why are dApps important for our ecosystem? Now, Warum also sind jetzt dezentrale Apps für unser Ökosystem so wichtig? we will talk about actually our service providers ecosystem, which is Homnify. Wir sprechen jetzt also I da think über that's the Homnify question, correct? und es geht jetzt hier tatsächlich um unser Ökosystem, um unseren Service Provider Homnify. So as I see it, the vision of this entire project is to democratize, to give access to vehicles, to tools that are usually only available to high net worth individuals or millionaires. The idea is through Homnify and these dApps, give access to these special tools. Only millionaires have access to regular people. Die Grundidee in unserem Ökosystem und auch von Homnify ist es ja eben einfach wirklich zu demokratisieren, Informationen für alle verfügbar zu machen, und wirklich zu sagen, nicht nur für Millionäre, für irgendwie gut gestellte Individuen sind hier in Einzelfällen Lösungen verfügbar, sondern das eben wirklich allen verfügbar zu machen, ist ja das große Ziel. So for that reason, of course, dApps are important for our ecosystem because they help on building this vision. Und natürlich sind dezentrale Apps aus diesem Grund für unser Ökosystem extrem wichtig, damit wir diese Vision umsetzen können. Now, we have, I will say, two types of dApps in our ecosystem. They are the native dApps and they are the external dApps. In unserem Ökosystem wird es zwei Arten von dezentralen Apps geben, einmal die nativen und einmal die externen Anwendungen. Think of Homnify as a kind of operating system for Web3 world. Imagine iOS or Microsoft, they have App Store. Homnify also has an App Store, external apps, correct? Stellt euch Homnify vor wie ein Betriebssystem wie iOS oder Windows. Und es gibt hier tatsächlich einen App Store, eben auch bei Homnify eben einen dezentralen. So you use Microsoft or
Apple iOS to access apps that are native, Word, Excel, PowerPoint, all of those native. And you also go to the App Store and you download external apps from other companies. So basically, Microsoft and iOS are access to centralized apps, be them native apps or external apps. We are the same. But in Web3, Omnify gives people access to native apps or dApps, and also will give access to external dApps from other companies that build their dApps in our infrastructure. So wie es bei Microsoft ist, kann man native und externe Apps nutzen. Wir kennen Word, wir kennen Excel, das sind native Apps dieses Betriebssystems. Und genauso gibt es natürlich auch im zentralisierten Bereich hier, zum Beispiel bei iOS, externe Apps, die wir nutzen können. Und genauso wird es bei Homnify eben auch sein, nur halt, dass wir uns eben einfach im Web 3. also 3.0-Bereich bewegen werden mit nativen eigenen Apps und eben einfach externen von anderen Providern. Microsoft and the iOS store the data of all of these external dApps and native apps in a centralized way. Homnify does this decentralized way in blockchain. Microsoft speichert die Daten all dieser sowohl nativen als auch externen Apps in einer zentralisierten Art und Weise. Und Homnify im Gegensatz dazu wird genau das Gleiche auf Blockchain-Technologie eben dezentral tun. So I hope that answers that second question. Ich hoffe, das hat die zweite Frage beantwortet. Third question. What else will the Layer K token be used for besides filling the miner or minting, of course, machines? Dritte Frage, wofür werden wir den Layer K-Token noch benutzen, außer um damit Token mit unseren Minting-Maschinen zu verbinden? This project has different phases. Dieses Projekt hat verschiedene Phasen. The first phase has basically been completed, where we have big community, the Layer K token in the hands of this big community. And now people will have the minters in their houses, which is the infrastructure for the next phases. Die erste Phase haben wir jetzt im Prinzip abgeschlossen. Layer K als Token ist jetzt in den Händen der großen Community. Die Minter werden jetzt ausgeliefert, sodass wirklich jeder einen solchen Minter zu Hause stehen haben kann, was die Vorbereitung als Grundlage für die nächsten Phasen ist. So the node K with the machine that is built from Hori's tech. One of the main reasons of this machine, of course, is validate the transactions for the blockchain. But apart from that, these machines come from, have, of course, the hardware has certain devices inside that will allow the company to provide different services to all of these companies that will decide to build their dApps in our infrastructure. Natürlich ist es so, dass unsere Minter, die ja von Horus Tech hergestellt werden, ganz grundsätzlich mal die Aufgabe haben, zu validieren, die Transaktionen zu validieren, die wir hier haben auf der Blockchain. Aber jeder Minter verfügt darüber hinaus eben auch noch über unterschiedliche Komponenten und Devices, die es als Grundlage ermöglichen werden, dass diese dezentralen Apps, über die wir gerade gesprochen haben, hier eben auch abgebildet werden. In order for the company to be very attractive for external companies, so they decide to use our infrastructure,
our blockchain and build with us and be part of our ecosystem, for us to be attractive, we have to offer them different things. We have to be different from the rest. Damit These wir als, machines, go sorry, ahead. damit wir als Ökosystem interessant sind als Company, um für diese Entwickler dieser dezentralen Apps wirklich attraktiv zu sein, müssen wir natürlich ein paar Voraussetzungen erfüllen und das ist eine davon. So these machines will give the company the ability to offer different services at a discount in one-stop shop, all in one place for external companies like VPN, but decentralized VPN. Storage, but decentralized storage. A proxy service. Nodes for validating their own transactions and all of these services, private network service, many different services that, thanks to these minters in the houses of initially tens of thousands of people and then millions of people, the more of these minters in people's houses, the faster, the cheaper, the better of all of these services that the company can give to other companies that build in our infrastructure. Mit dieser Infrastruktur, mit den Maschinen, die wir hier anbieten können, die sozusagen dezentrale Apps dann nutzen können, bieten wir für die Entwickler ein wirklich sehr, sehr interessantes Paket an, sogenanntes One-Stop-Package, One-Stop-Shop-Package, dass wir wirklich sagen, die Dienstleistungen, die grundsätzlich benötigt werden, bieten wir hier alle an. Da gehört zum Beispiel dazu VPN, da gehört aber auch dazu Data Storage, private Netzwerke und auch zum Beispiel Validationsmöglichkeiten für ihre eigenen Token-Projekte. Das sind sonst alles Dienstleistungen, die ein App-Entwickler extern separat zukaufen muss. Und das alles bilden wir hier als ein All-in-One-Package letztlich sehr, sehr attraktiv zu wirklich guten Konditionen und auch wirklich verfügbar ab. Das heißt, sozusagen mit unserem Netzwerk, was jetzt im ersten Schritt Tausende, später aber Millionen von Menschen mit Maschinen darstellen wird, bieten wir hier einfach wirklich eine ganz großartige Grundlage für. So when an entrepreneur decides to build a new project, they will decide to build with us because we can offer many different services, and also because our minters will be able to mint their tokens. Und And wenn jetzt always the base token will be Layer K token. ein Entwickler, ein Ingenieur entscheidet, eben eine neue App zu programmieren, dann wird er sich dafür entscheiden, das eben aus unterschiedlichen Gründen mit unserem Ökosystem, mit unserer Infrastruktur zu tun. Zum einen, weil wirklich die Preise und die Verfügbarkeit sehr, sehr, sehr interessant sind. Aber ein wirklich weiterer großer Vorteil ist der, dass natürlich wir auch in der Lage sind, weitere Token einfach zu minten. Und in all diesen Vorgängen, wo wir weitere Token in Zukunft minten werden, wird auch der Layer K-Token immer der Base-Token die Grundlage sein. When they use our blockchain to build their project, their startup, they will have to pay the gas fee with Layer K token. Und wenn Sie in unserer Blockchain anfangen zu programmieren und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, dann wird es so sein, dass Sie als Gas-Fee-Token immer unseren Layer-K-Token nutzen werden müssen auf der Blockchain. When they want to store their data in decentralized storage in the machines, they will have to pay with Layer K token. Wenn Sie Datenspeicherung nutzen wollen, um Ihre Daten bei uns in unseren dezentralisierten Maschinen speichern zu können, dann werden Sie selbstverständlich auch diese Gebühr mit Layer K-Token bezahlen müssen. When they have to use and pay to protect their system VPN, but decentralized VPN, we will offer this and they will have to pay with Layer K token.
wenn diese Programmierer und Entwickler VPN nutzen werden, was sie brauchen, um ihre Systeme zu schützen, dann werden sie hier bei uns natürlich das dezentrale VPN nutzen und auch diesen Service werden sie wiederum in Layer K-Token bezahlen. When they have to validate their own transactions and they need nodes, computers to do this, they will use our services, our minters, and they will have to pay with Layer K token. Und wenn Sie tatsächlich Transaktionen validieren wollen für Ihre eigenen Apps, wenn Sie das abbilden wollen, dann werden Sie auch wiederum unsere Maschinen, unsere Infrastruktur nutzen und auch für diesen Service natürlich dafür mit Layer K bezahlen. So as you see, these machines will help the company provide many different services. And also, thanks to those services that the company can provide, we can charge in Layer K token. And this is the utility of the token. Dadurch, dass wir diese Maschinen haben, sind wir also in der Lage, wirklich eine große Menge an benötigten Dienstleistungen anbieten zu können. Und dafür werden die Nutzer, die Entwickler der Apps, allesamt eben mit Layer K-Token bezahlen. I think that answers question number three and many other questions. Ich glaube, das hat nicht nur Frage 3, sondern auch darüber hinaus eine ganze Menge beantwortet. Question number four. Will there soon be a simple registration system with video, also in German, so that the customer distributor can get started more quickly? Okay. Frage Nummer I vier: am Wird es dis demnächst ein Anleitungsvideo natürlich gerne auch auf Deutsch geben, sodass die Registrierung für neue Kunden und auch Partner sehr viel einfacher werden wird? We are working on this exact moment. We are working on a multi-language, multi-tutorial system. Also jetzt genau zu dieser Sekunde arbeiten wir schon genau daran, an einem mehrsprachigen System, was wirklich ganz, ganz viele Tutorial-Schritte, Anleitungsschritte abbildet. I am taking care of this person. Und ich kümmere mich da ganz persönlich drum. So the answer is yes. Die Antwort ist also auf jeden Fall ja. Question number five. What is the advantage of everyone in the community having their own physical machine at home? Frage 5. Was habe ich persönlich davon, wenn bei mir zu Hause eine physische Maschine steht? The more minters in everyone's houses, the more powerful our blockchain is, the more powerful our offer of all of these services is. Je mehr Maschinen natürlich in den Haushalten stehen, je größer unsere Infrastruktur und je stärker unsere Blockchain dadurch wird, desto stärker und umfangreicher wird natürlich dieses Angebot, was wir eben gerade besprochen haben, das wir einfach machen können dann. When any project looks for a blockchain, they want different things. They want fast blockchain. They want cheap blockchain. They want secure blockchain. They want private blockchain. And they want big community. Wer auch immer also nach einer Blockchain sucht, um ein Projekt umzusetzen, hat natürlich verschiedene Anforderungen und schnell, günstig, privat, sicher, I missed one, Private, privat, secure, sicher, cheap, günstig, fast, schnell scalable, und natürlich skalierbar, also leistungsfähig. big community. Ah, genau. Und mit einer wirklich großen Community, die selbst natürlich Nutzer schon mitbringt. If you can show hundreds of thousands of minters in everyone's houses, we have all of those. Wenn Check, wir in der check, check, Lage check. sind, vorzuweisen, dass wir wirklich Hunderttausende von Mintern in privaten Haushalten stehen haben, dann können wir an jeden dieser Punkte einen großen Haken machen. So we become very, very attractive. Dadurch werden wir als Community, als Blockchain natürlich super, super attraktiv. And more projects will want to build in our infrastructure.
Und natürlich werden dadurch mehr und mehr Projekte sich dafür entscheiden, auf unserer Blockchain zu bauen. And they will want to pay for the services that the minters give. Und sie werden natürlich für die Aufgaben, die unsere Minter erfüllen werden, And they will make the Layer K token price go up. werden sie selbstverständlich mit Layer K bezahlen und das wird unweigerlich dazu führen, dass der Layer K-Preis ansteigt. And more people will want to buy more minters. Und noch mehr Menschen werden als Folge dessen natürlich noch mehr Minter kaufen. Ich denke, ihr versteht. And it becomes a self-perpetuating prophecy. Und das wird sozusagen ein sich selbst weitertragendes, ja, eine Entwicklung. Now, of course, if you are only a user and you are not an IMA, what is the advantage for you to have a minter at home? Not really any advantage. For Wenn IMA, yes, because you have access to Supernode. ich möchte nochmal auf den Unterschied kurz eingehen, wo ist, wenn ich jetzt tatsächlich vielleicht wirklich einfach ganz privat nur ein Kunde bin, mein großer Vorteil, wenn ich einen Minter zu Hause stehen habe, der ist natürlich viel, viel größer, wenn ich hier tatsächlich auch Vertriebspartner bin, denn dann habe ich an der Stelle Zugang zu dem Supernode-Projekt. But if you are only a user and you don't have physical machine, but you see production all every day, sometime you will ask your sponsor and you will say, can I be also IMA? And then you will want to join Supernode and you will have to pay for the delivery to have the minter in your house. Dass sich jetzt also dafür entscheidet, tatsächlich einfach erstmal nur Kunde zu sein, die Maschine vielleicht auch nicht ausliefern zu lassen. Der kann natürlich jeden Tag sehen, wie hier dann Rewards produziert werden. Und wenn man sich das eine Weile angeschaut hat, kommt mit großer Wahrscheinlichkeit schon irgendwann der Moment, wo man sich fragt, kann ich denn vielleicht auch einfach hier IMA, also Vertriebspartner werden? Und dann ist der Moment der, dass ich tatsächlich eine neue, weitere physische Maschine bestellen muss, damit ich hier an Supernode partizipieren kann. So the supernode is basically an incentive to incentivize people to have the machine in their house. If Wir more könnten, people have machine in their house, more attractive we are for everyone. es also so verstehen, dass Supernode letzten Endes eine Motivation, eine Belohnung ist, die darauf abzielt, dass natürlich möglichst viele Menschen Maschinen wirklich physisch nach Hause liefern lassen. Question number six. What happens if the Elevate Minter has reached the max capacity of $250,000 in Layer K tokens in about 2, 2.5 years? That's the question. Frage Nummer 6. Was passiert, wenn ein Minter, in unserem Beispiel jetzt die Größe Elevate, nach zum Beispiel 2 bis 3 Jahren die maximale Füllmenge von $250.000 erreicht hat? Okay, the Elevate Minter costs $25,000 and the max capacity is $250,000, correct? Genau, die Maschine Elevate kostet $25.000, um das nochmal zu sagen. Und damit verbunden ist die maximale Füllhöhe für diese Maschine entsprechend $250.000. If you buy the $25,000 machine and you link, I would put an example, you link $25,000 dollars in Layer K token and you put auto stake on, then you will of course load the machine very fast and you might get to $250,000. I don't know in how long, but once you reach to $250,000,
The auto's take on cannot be on anymore. It's off. You can't press the button anymore. Wenn wir jetzt von dem Beispiel ausgehen, diese Maschine, 25.000 Dollar, wird verbunden mit Layer K auch im Wert von 25.000 Dollar, dann können wir den Autolink-Button bedienen, was natürlich dazu führt, dass die Maschine schneller einfach mehr Füllstand bekommt. Und ich weiß nicht, wie lange es jetzt genau dauert, bis dann sozusagen die maximale Obergrenze hier erreicht ist, aber das dürfte einigermaßen in absehbarer Zeit passieren. Was genau ist dann der Fall? Dann kann die Maschine natürlich nicht weiter beladen werden. Es ist dann also nicht mehr möglich, diesen Autolink-Button zu nutzen und den einzuschalten. This means that from that day on, when your machine is with $250,000 in Layer K token, now all of the production you can take out. You have to take out. Ab diesem Tag, wenn die Füllmenge also erreicht ist mit 250.000 Dollar, was passiert dann? In diesem Moment können wir, wie gesagt, den Autolink-Button nicht mehr aktivieren. Dann wird unsere tägliche Produktion automatisiert ausgeschüttet. Wir müssen sie dann rausnehmen. But the machine continues minting. Aber selbstverständlich macht die Maschine weiter mit der Produktion jeden Tag. After 5 years of minting, Nach 5 Jahren Minting-Prozess. there will be a small maintenance fee, be it if your machine is in Hori's Tech data center. Or if the machine is in your house, you also have to pay small maintenance fee for the protocol, and you will have to buy a replacement minter because your minter, after working 5, 6 years, it's not working so good anymore. But once you do this, minting continues. Was passiert jetzt also nach diesen 5 Jahren? Da wird es so sein, egal ob wir physische Minter oder tatsächlich zentral gespeichert uns für das Produkt entschieden haben, werden wir eine kleine Maintenance-Gebühr bezahlen müssen und eben auch einen neuen Minter, denn irgendwann wird es so sein, dass der Minter natürlich nicht mehr so effektiv produziert. Die Technologie entwickelt sich ja weiter. The Layer K blockchain will always need minters validating transactions. It will always need to store data. It will always need more and more minters. So minting continues. Wichtig ist aber, dass das Minting eben einfach wirklich, wirklich fortgesetzt wird. Layer K wird immer darauf angewiesen sein, dass es Minter gibt, die eben einfach den Minting-Prozess abbilden, die Datenspeicherung und auch die anderen Komponenten, über die wir vorhin gesprochen haben, anbieten. Das wird definitiv nicht aufhören. Now I will answer a question for someone that wrote right now in the chat. It says, when I have a $4,500 minter and I fill it onto, and I fill it with $4,500 in Layer K token, then it becomes a super node, even if I am only a user. Ich möchte jetzt kurz eine Frage beantworten, die mir jemand im Chat gestellt hat. Wenn ich also eine 4500er Maschine kaufe und sie mit 4500 Dollar befülle, wird sie dann zu Supernode, auch wenn ich nur Kunde, also kein IMA, kein Vertriebspartner bin? Let me ex explain. The supernode is just a name for the Homnify Rewards plan. It's a name for the Homnify Compensation plan. Lass mich so erklären, Supernode ist letztlich nur der Titel, der das Homnify Belohnungs- oder Compensation Plan System hier abbildet. To access the supernode, you only have to purchase a machine and pay for the delivery. That's it. Um an der Supernode teilhaben zu können, musst du tatsächlich nur die Member-Fee und die Delivery-Fee bezahlt haben, also die Liefergebühren. Dann kannst du daran partizipieren. And you have access to the supernode now, even though you haven't linked any token.
any Layer K token, zero. You pay for delivery, you have access to the Supernode. Sobald wir die Liefergebühr bezahlt haben, haben wir also Zugang zu der Supernode, auch wenn wir noch keinen einzigen Layer K-Token hier an unsere eigene Maschine verlinkt haben. But for you to get the benefits from the Supernode, from this compensation plan, you of course need your gas station, GASK, you know, GASK, K, GASK, the token, full. And of course, to have GASK, you need Layer K token linked to your machine. Um jetzt an dem Supernode Rewards Programm tatsächlich teilnehmen zu können, braucht jeder von uns aber einen gefüllten GASK-Tank, also GASK. Ihr wisst, wie das gemeint ist. Und natürlicherweise, damit wir einen gefüllten Tank mit GASK-Token haben, müssen wir eigene Layer K in unserer Maschine verlinken. If your machine gets filled with max capacity, $45,000 in Layer K token, of course, you cannot put Autolink on anymore. And if you want more GASK, you have to buy another machine and put Layer K token on that machine. Wenn wir jetzt in diesem Beispiel diese Maschine von $4,500 mit der maximalen Ladekapazität hier von $45,000 auffüllen, dann haben wir natürlich die Situation, wenn wir weitere GASK-Token haben wollen oder benötigen, dass es dann notwendig ist, eine weitere Maschine zu kaufen, weil wir die nicht weiter befüllen können. Because you cannot link any more tokens to that machine. An diese oder mit dieser Maschine können wir keine weiteren Token verbinden. Let's continue. Wir machen weiter. Is it an obligation to have a physical minter at home if you buy Dynamo, Elevate or Flash? No. Die Frage ist, not an obligation. Ist es notwendig, dass ich wirklich zu Hause eine physische Maschine habe, wenn ich mich für eine der größeren Maschinen, Dynamo oder Flash zum Beispiel, hier entscheide? Nein, natürlich ist es keine Verpflichtung. You only have to need to have the minter at home if you want access to the Supernode, to the compensation plan. Otherwise, you don't need. Wer keine Maschine zu Hause hat, muss sich dessen nur bewusst sein, dass es dann nicht möglich ist, an diesem Supernode Compensation Plan damit teilzuhaben. Nur wer das nutzen möchte, der braucht tatsächlich auch zu Hause eine physische Maschine. The production is the same. Die No Produktion difference. An Rewards ist die gleiche, da gibt es keinen Unterschied. Question number 8. Is it possible to make only a registration on Homnify platform to buy the minter and to get all of the Supernode rewards? Frage Yes, Nummer 8, and ist es möglich, sich bei Homnify zu registrieren und dort einfach nur einen Minter zu kaufen, um dann Zugang zu den ganzen Homnify Supernode Rewards zu bekommen? For you to get, to receive the Supernode rewards, you need to have people in your network. Natürlich ist es ganz einfach, damit wir Provisionen und Rewards aus unserem Supernode Compensation Plan bekommen können, brauchen wir natürlich selbst eine Community. Wir brauchen Menschen bei uns im Team. So you can register in Homnify, you can pay for the delivery of your machine, you can have the machine installed, but if you don't bring any people under your network, then for what do you need? You still have to do use X-Pro to bring people. Also natürlich ist es möglich, wir können eine Maschine kaufen, die Liefergebühr bezahlen, sie ausliefern lassen, zu Hause bei uns aufstellen und auch entsprechend befüllen. Aber wir werden erst dann an etwas beteiligt mit der Supernode, wenn wir tatsächlich über das Affiliate-Modul von Zera Pro hier tatsächlich auch Partner eingeschrieben haben. Here's another question. So I get this question a lot.
they ask for my prediction on the UK token price in the future. Hier ist noch eine I Frage, die ich cannot natürlich give. sehr, sehr oft bekomme. Und zwar werde ich natürlich gebeten oder gefragt, ob ich in irgendeiner Form eine Vorhersage machen kann, was die Entwicklung des Layer K-Tokenpreises angeht. In a Zoom like this, in my position from corporate side, I can't give a prediction. Und natürlich müsst ihr verstehen, in einem öffentlichen Zoom, ich hier als Person von der Company, vom Corporate Team ganz offiziell, ich kann selbstverständlich keinerlei Vorhersage treffen. If I give a prediction, it can be taken as financial advice. And I'm not giving financial advice. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich das täte, wäre das eine Art finanzieller Rat oder eine Art finanzielle Beratung. Und das ist selbstverständlich etwas, was keiner von uns tun darf. What I can say is the company is building a pretty complete ecosystem where the Layer K token is the central part. It will be used for everything. And this, of course, should create a big enough buying pressure that should, of course, make not only the price recover to where it was, but go a lot higher. Was ich natürlich aber definitiv sagen kann, ist, dass wir hier wirklich ein vollständiges und rundes Ökosystem haben, was mit den vielen Komponenten, über die wir eben ja auch schon gesprochen haben, dazu führen wird, dass die Nachfrage nach unserer Dienstleistung stark steigen wird. Und das wird selbstverständlich auch die Entwicklung des Preises entsprechend beflügeln. There are also some other questions here, which for I think obvious reasons I will not answer. Natürlich habe ich auch noch weitere Fragen bekommen. Ich kann auch gut verstehen, dass ihr gerne hättet, aber ich kann sie selbstverständlich aus genau den gleichen Gründen nicht beantworten. Okay, let's continue. Wir machen aber weiter. Has the SNGP bonus promotion ended? Die nächste Frage ist, hat die Supernode Generational Pool Aktion geendet oder geht die noch weiter? What has ended last month until the end of September is the fact that you get double SNGP. Was definitiv beendet ist mit Ende September schon, ist die Tatsache, dass wir die doppelte Anzahl an SNGP-Token beim Maschinenkauf bekommen haben. Das ist nicht mehr der Fall. But the regular amount of SNGP per machine is still available. Die reguläre Anzahl, der einfache Wert, wird aber natürlich weiterhin gut geschrieben. There is 150 million SNGP that have to be used, and we used very little, so there's time. Also wir haben hier an der Stelle Zeit. 150 Millionen von diesen SNGP-Token insgesamt sind vorgesehen, gibt es zur Verteilung und davon haben wir bislang erst eine relativ überschaubare Menge aufgebraucht. Es gibt also wir haben genug Zeit. Next question. Is our blockchain live and when will we switch to CLFI to Layer K token? Nächste Frage, ist unsere Blockchain wirklich schon live und wann werden wir von CLFI zu Layer K switchen? The blockchain is live, yes. Also die Blockchain ist definitiv live. But it's not being used yet. It's live, but it's not being used. Sie ist live, aber sie wird noch nicht benutzt im Moment. We are finalizing the technology that makes Minters and Blockchain work together. Wir sind noch dabei, wirklich die finalen Schritte zu machen, die dazu notwendig sind, damit Blockchain und Maschinen einwandfrei zusammenarbeiten. This should be done if it's not this month, max November. Das sollte diesen Monat aller spätestens im November erledigt sein. And when this is done, all of the CLFI tokens will, yes, switch to Layer K token. Und wenn das geschafft ist, wenn das abgeschlossen ist, dann werden entsprechend auch alle CLFI-Token zu Layer K-Token umgewandelt. There will be no difference for any of you when this happens. Für euch alle hier wird das aber keinen Unterschied machen.
Why is LayerK token price low at the moment and what will help to raise the price? Warum ist der LayerK-Tokenpreis so niedrig gerade und was kann dazu beitragen oder was wird helfen, damit er wieder steigt? So LayerK token is the same as CL5. You have to think like this, it's the same. Das Erste, was wir nochmal ganz wichtig verstehen müssen, ist, CLFI und LayerK sind das Gleiche. When we did this transition from Xera to X-Pro, Xera Pro and all of this, there was a time where the minting stopped, like 20 days, I think. In jetzt dieser ganzen Wandlungsphase hin zu Xera Pro gab es einen Zeitraum von ungefähr 20 Tagen, in denen kein Minting stattgefunden hat. So when people received all of a sudden all of their CLFI, they sold and that generated selling pressure. Und als die Menschen danach, wir alle hier, unsere CLFI-Rewards auf einmal bekommen haben, war natürlich sehr stark das Interesse daran, die zu verkaufen, was einen entsprechenden Verkaufsdruck erzeugt hat. Also another reason is because people sold their LayerK token to buy Node-K. Und natürlich haben auch viele Menschen ihre LayerK-Token verkauft, damit sie Maschinen kaufen konnten. So we can't, the company can't manipulate the price of the token actually, because it's a public token. Anyone can go there and buy or sell. Es ist ganz wichtig, die Company kann den Tokenpreis nicht beeinflussen. Es ist ein öffentlicher Token, jeder kann ihn kaufen oder verkaufen. In the stock market, in crypto also, there is something called the J curve. Im Kryptomarkt, auch im Aktienmarkt, gibt es etwas, das nennt sich die G-Kurve. So usually there is a token, a stock of a company that goes public, and the price starts very low, and it does this. J. Normalerweise, wenn, ah, also J, nicht G. Also üblicherweise, wenn ein Token oder eine Aktie gelistet werden, dann ist es so, dass der Preis erstmal ganz kurz ansteigt und dann ein Stück weiter wieder runtergeht, bevor dann der wirklich echte Anstieg kommt. Also aus dieser Bewegung gibt es dann das J. You can check this in many real projects, not shit meme coins. And you will find this graphic. Also in ganz, ganz vielen Projekten, also nicht bei irgendwelchen Shitcoins, sondern bei welchen, wo wirklich Wert dahinter steckt, kann man das sehen, dass genau dieselbe Kurve tatsächlich stattfindet. We are in that phase before we go like this. Und wir befinden uns jetzt genau in dieser Phase, in dem Tal, bevor es richtig hochgeht. What happens in between this curve? It can go this, yes, of course, but overall it does this. Und natürlich kann es sein, dass es unten ein kleines bisschen dauert, aber im Großen und Ganzen wird unweigerlich der Anstieg kommen. Because there is a real project behind. There is real business model behind. Und And we have to go through phases. And each of these phases represents how the token does this. Und der Grund dafür, warum das wirklich passieren wird, ist der, weil wir hier ein wirklich echtes Business dahinter haben. Das heißt, es wird unweigerlich passieren. What will help raise the price? Like I said. Was wird also dazu führen, dass der Preis steigt? Sorry. And the use, of course, of the many native dApps and then external dApps and all of these services that we will provide, and then people will of course need LayerK token to pay for those services at a discount or to access them.
Was wird also dazu beitragen, dass der Tokenpreis steigt, so wie wir es besprochen hatten, die vielen verschiedenen Komponenten hier, dass eben der Layer K als Gas-Token in unterschiedlicher Form für verschiedene Dienstleistungen hier gebraucht wird. All das wird dazu beitragen, dass der Preis zwangsläufig, weil wir einen realen Wert haben, steigen wird. Next question is, can you please explain the price protection strategies behind LayerK token and what we can expect from it? Die nächste Frage ist, kannst du bitte die Preissicherungsstrategien, die hinter dem Layer K-Token stehen, erklären und was können wir davon erwarten? Was bewirken die? The protocol has different price protection mechanisms. Das Protokoll hat verschiedene Preissicherungsmechanismen. One of those price protection mechanisms is the fact that the minting of new Layer K tokens come from the price of the Layer K token at the time you link it, and not of the value of the token, all that can change all the time. So when you link your Layer K token to your machine, the system freezes that price. That is your price. It doesn't matter if the Layer K token goes up, you will receive new minted tokens according to this price. That's one mechanism. Einer der Mechanismen, ein ganz zentraler, ist die Tatsache, dass wenn wir den ersten Layer K-Token in unsere Maschine einlegen, der Preis dieses Tokens sozusagen eingefroren wird und aufgrund dieses Preises, unabhängig davon, wie sich der Token generell preislich entwickelt, für unsere Minting-Zeit die Berechnung stattfindet. Another mechanism is auto-stake. Ein zweiter Mechanismus ist das Autolink oder das Auto-link. Auto-Stacking. Auto-link. Autolink. For 30 days. Wir haben hier immer die Periode von 30 Tagen, für die wir das aktivieren können. If it's not working yet, don't worry, it will. Kann sein, dass es noch nicht ganz funktioniert, kommt aber jetzt demnächst. Another a protection mechanism is the fact that you link tokens to your minter and you cannot unlink until year three. Ein weiterer Mechanismus ist, dass wenn wir Token an unsere Maschine binden, sie verlinken, dass wir dann erst nach 3 Jahren den ersten Teil der Token wieder entnehmen können. You can unlink year three, 25% of all of the tokens, year four, 25%, year five, 50%. That is mechanism, protection mechanism. Ein Sicherungsmechanismus ist eben, dass wir nach 3 Jahren 25%, nach 4 Jahren weitere 25% und dann nach 5 Jahren weitere 50% entnehmen könnten. And then on top of that, when you want to get, for example, year three, you want to unlink 25% of all of the layer token you have, you can do it in 30 days. This is linear distribution. Und zusätzlich zu diesem Mechanismus ist es so, dass wenn wir zum Beispiel nach 3 Jahren 25% der Token hier entnehmen oder delinken sozusagen, dass wir dann eben auch noch einen Zeitraum haben, über den verteilt wir die Token erhalten. In diesem Fall sind das jetzt zum Beispiel 30 Tage. Also als Also, lineare Verteilung. the minting protocol, if the price drops below a certain level, then the whole community gets penalized because the difficulty level increases. Zusätzlich ist es so, dass wenn der Tokenpreis am Markt sinkt, wird sozusagen die ganze Community ein Stück weit bestraft, indem die Difficulty des Mintings ansteigt. So, if you would compare all of these different protection mechanisms to other crypto projects, none have what we have. None. Zero. Wenn wir also all diese Preissicherungsmechanismen, die wir hier eingebaut haben,
mit dem vergleichen, was andere Kryptoprojekte haben, dann ist ganz klar, die haben nichts von all dem, was wir haben. Okay, next question. I already answered this question in another answer, which is what other possibilities except from minting will minters provide? I already answered this. Die Frage If I habe ich eigentlich do. schon beantwortet. Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Wofür können Minter genutzt werden, außer zum Minten? Ich glaube, da sind wir schon weiter. Why do we need physical minters? I already answered this. Auch die Frage, warum brauchen wir wirklich physische Minter, habe ich beantwortet. I already answered this. I Noch already eine, die answered schon this. beantwortet ist. Und noch eine, sehr gut. What other products will we have in the ecosystem in the future? Welche anderen Produkte oder Dienstleistungen werden wir in Zukunft bei uns im Ökosystem haben? I think we have to differentiate between native DApps, native DApps, product services, native and external. Aber um die Frage zu So, beantworten, müssen wir unterscheiden in native, also eigene Dienstleistungen und Produkte und externe. from what I understand, from what I've spoken with the leader of our service providers, the idea is to offer a decentralized VPN. This is an $800 billion business. It's very big. So the idea is to put a decentralized VPN device in everyone's hand. Eine Idee, die klar geworden ist, nachdem ich also mit vielen der Eigentümer oder Zuständigen aus unseren Kooperations- und Partnerprojekten gesprochen habe, ist, dass wir die wirklich wichtige Idee haben, dezentrales VPN anzubieten und damit wirklich jedem Einzelnen hier ein solches Gerät in die Hand geben werden. Das ist ein 800 Milliarden Dollar Markt, um das mal so einzukategorisieren. Apart from that, if you understand how Node-K works and the wallet with Ramp Starter, you will understand that those two products are enough. Why? Und wer das jetzt verstanden hat mit dem VPN, wer verstanden hat, wie groß dieser Markt ist, und wenn wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, was wir mit Wallach und Ramp-Starter haben und wie groß das wird, dann können wir eigentlich an der Stelle sagen, allein diese beiden wären eigentlich schon genug. There is one way to build a crypto portfolio. You go to exchange and you buy tokens. Es gibt eine Möglichkeit, sich selbst ein Kryptoportfolio aufzubauen, und man geht zu einer Exchange und kauft Token. But this is like going to the market and buying the milk. Aber das ist vergleichbar, wenn wir zum Supermarkt gehen und einfach Milch kaufen. If you use Node-K and all of the projects that will mint their tokens thanks to Node-K and all of the projects that will launch in a Ramp Starter and you get those tokens there, it is like having the cow at home. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Node-K nutzen mit all den Dienstleistungen und Produkten, die hier erstellt werden, und den Token, die daraus gemintet werden, und auch alle Projekte nutzen, die zum Beispiel auf Ramp-Starter für uns angeboten werden, dann ist das damit vergleichbar, als hätten wir hier eine Milchkuh zu Hause. There will come a time where we have momentum and we will have many, many projects being minted in Node-K and many projects having ICO in Ramp Starter. And this represents for us having a stable of cows in our houses, producing milk all the time. Und es wird so sein, um bei dem Bild zu bleiben, dass wir hier Momentum aufbauen. Es wird eine Zeit geben, wo wir ganz, ganz, ganz viele Projekte und Anwendungen und Möglichkeiten haben,
was wir hier alles nutzen können. Viele, viele ICOs, zum Beispiel auf Remstarter. Und das Bild, was am ehesten passt, ist, dass wir dann vielleicht einen ganzen Stall voller Milchkühe zu Hause haben werden. You will get to choose which type of milk you want, but you will have production every day. I prefer to get really, really cheap instead of buying the market. Und wir können uns dann wirklich aussuchen, welche Arten von Projekten wir hier im Ökosystem nutzen werden, vergleichbar mit welche Milch wir dann tatsächlich nutzen werden. Und er sagt, sein Vorschlag oder seine Idealvorstellung ist natürlich, die hier im eigenen Ökosystem, die ganzen Token, sehr, sehr günstig erhalten zu können, viel, viel besser als sie teuer am Markt zu kaufen. So I hope that answers that question. Ich glaube, das beantwortet die Frage, ja. When and what will be the next project on Ramp Starter? Wann und was wird das nächste Projekt auf Ramstarter sein? I think this will be launched sometime or announced sometime in October or November. I don't know exact date. And if I knew what project it was, I can't even tell you. So that's the answer. Also die Antwort ist, ich weiß es tatsächlich selber noch nicht genau. Wahrscheinlich wird das im Oktober oder im November angekündigt werden. Aber selbst wenn ich schon ganz genau wüsste, dürfte ich es selbstverständlich nicht sagen. Aber ich weiß es nicht. When can we expect to see the next listing on Tier 1 exchanges? For Layer K Token. Wann wird unser Layer K-Token an den nächsten Tier-1-Exchanges gelistet? So these answers that start with when. Alle Fragen, die mit wann anfangen, I would love to have the answer, die würde but I ich don't know exactly when. And unglaublich gerne beantworten, aber ich kann es einfach nicht. if I give you a date, at least me. Then it means it's real. Wenn ich euch ein Datum gebe, dann wisst ihr, es ist wirklich real, aber ich kann hier keine Daten geben. What I do know is that we will be listed in a Tier 1 exchange. We will. When? I don't know. Ich kann euch sagen, es wird auf Possibly jeden Fall November, passieren. possibly December, maybe January, but we will. Wir werden auf jeden Fall in Tier-1-Exchanges gelistet werden, aber ob es jetzt November, Dezember oder vielleicht auch Januar wird, ich weiß es halt nicht. Same for the question that talks about Layer K token being gas fee, well, validation fee for our own blockchain, of course. This Genau das will Gleiche. happen in the coming months, yes. Genau das Gleiche gilt letztlich für die Frage, wann der Layer K wirklich effektiv als Gas Fee für unsere eigene Blockchain zum Einsatz kommen wird. Wir haben ja schon drüber gesprochen, sobald hier noch ein paar Sachen abgeschlossen sind, wird das kommen. Aber wann genau, das kann ich nicht beantworten. Will the switch from SCLFI to M Layer K token be done automatically and will the contract details be kept? Yes, it will be automatic and everything will be kept. Die Frage ist, der Wechsel von gestakten CLFI-Token zu M-Layer-K-Token, wird dieser Wechsel automatisiert vor sich gehen? Und die Antwort ist ja, definitiv. Der zweite Teil der Frage war, ob die damit verbundenen Vertragskonditionen beibehalten und fortgesetzt werden. Und auch darauf ist die Antwort ja. Regarding other questions about the Layer K token, circulating supply and all of this stuff, when it is being used, when the blockchain is being used, the company will upload this, of course, in CoinMarketCap and everyone will have this information. Also weitere Fragen dazu, wann genau tatsächlich der Layer K als funktionaler Token in den unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wird und wann tatsächlich dann die Zahlen auch entsprechend korrekt kommuniziert werden, zum Beispiel auch auf CoinMarketCap korrekt abgebildet werden. Da wird es dann Announcements geben. Okay. Now, all of the questions, give me a second. Let me check. Answered. Regarding Marcel, regarding the question about swapping SGI into SNGP,
I don't have the answer to that question. Hier war noch eine Frage, ob man XGI-Token in SNGP-Token tauschen kann. Das weiß ich nicht, kann ich gerade nicht beantworten. Peter, send me that question in Telegram and I will get the answer to that question. Also Peter schickt mir die Please. Frage nochmal und werde da mal auf Suche gehen nach der Antwort. Do we know how many Notkey Minters have been already sold? Können wir sagen, wie viele Node-K-Minting-Maschinen jetzt schon verkauft wurden? It's like 5,000. Ungefähr 5.000. One would say not too much, right? Vielleicht würde man jetzt sagen, ja, ist ja noch gar nicht so viel. Do you know how many nodes Bitcoin blockchain has worldwide? Wisst ihr, wie viele Nodes das Bitcoin-Blockchain-Netzwerk hat, weltweit? About 20,000. Ungefähr 20.000. So we are getting there. Wir sind also ganz gut unterwegs, glaube ich. Okay, all of the questions have been answered. Alle Fragen habe ich im Prinzip beantwortet. Thank you very much, Chabelle. That was very One brave. final question there from Marcel. When is the DEX layer K, the decentralized exchange, completely finished? It's a work in progress, of course. Right now, it's there. The decentralized exchange from layer K, it's there, works. When it's going to be finished? When is Binance going to be finished? Never. When is Uniswap going to be finished? Never. It will always improve. Es war noch eine Frage, wann die dezentrale Exchange von Layer K fertiggestellt sein wird. Und sie ist grundsätzlich schon da, aber es wird kein Datum geben, wo sie jemals fertig sein wird, genauso wie Binance oder auch andere Exchanges immer stetig weiterentwickelt und tatsächlich nie fertig werden. Now that all the questions have been answered, there is something else that was required for me, which is basically explaining the math behind the Node K minting protocol. Right now, it's been 1 hour and 15 minutes. My Wir haben jetzt hier schon 1 Stunde 15 gesprochen und eine Frage war natürlich auch, ob wir in die Mathematik hinter dieser ganzen Token-Situation, hinter die Tokenomics einsteigen könnten. So my question is to you guys, do I continue? Die Frage an euch jetzt hier sozusagen ist also, sollen wir weitermachen? I only see one person nodding. The rest is a Maybe they're no. tired, I don't know. This can Seid be ihr müde oder seid ihr noch wach? Ich glaube, es braucht hier ein bisschen Engagement gerade. heavy explanation. Also tief einsteigen wäre dann jetzt nämlich die Antwort, okay, so there are a lot of thumbs up. Some rockets, I see. Are you still available? Okay, we will do this. Also, los geht's. So I will do something I've never done this before. Actually, I've only explained the math behind Node K 2 times. This will be my third. Also nur damit ihr das wisst, ich habe die Mathematik hinter Node K, wie das alles hier funktioniert, überhaupt und generell erst zweimal erklärt. Das hier wird jetzt also das dritte Mal sein. So what I will do is I will do what from scratch, from zero. Also wir So fangen you can wirklich bei Null learn an. what I will do. Und ich erkläre Schritt für Schritt. First, I would open Layer K white paper. Zuallererst würde ich mir das Layer K White Paper raussuchen. And I would go to Node K rewards and calculation form. Und ich würde dort auf Node K 1.0 gehen und mir unter Rewards und Calculation Formula die Daten ansehen. And then, give me a second. Ganz kurze Frage, soll ich einen Cut machen mit der Aufzeichnung und Nein, dann, nein, bloß nicht. Bloß dass ich nicht. die extern habe? And then I would open Excel. Dann würde ich als nächstes Excel aufmachen.
First formula. Erste Formel. I will do example with the biggest machine, okay? Ich würde mir jetzt die größte Maschine aussuchen und damit ein Beispiel rechnen, also die Flash-Maschine. Biggest machine power 100. Wir gehen davon aus, die größte Maschine hat die Minting Power 100. Days in 1 year. Anzahl an Tagen pro Jahr 365. So you divide. Wir teilen also 100 And durch this is 365 und erhalten die Minting Power von 0,27. what you get daily, 0.27. 0,27 ist also das, was wir täglich bekommen für diese Maschine. Now you know this number, which is, of course, you guys have access to this number because there is in PowerPoint, in PDF, but this is how you get to this number. Also natürlich wisst ihr, welche Zahlen da stehen, aber jetzt wisst ihr auch, wie sie errechnet wird. If you have smaller machine, I think, I don't know the name, but the machine that costs $25,000, I think the power is Jetzt 90. Elevate. Bei der nächst kleineren Maschine Elevate ist es so, dass die Minting Power von 90 hat, dass die Maschine die $25.000 Dollar kostet. And this is how you get to 0.25 because it rounds up. Und da ungefähr gerundet entstehen eben diese 0,25 dann. Once you have this number, I will ask you and Peter, you give me the numbers. We will go like this. This is going to be days. This is going to be the difficulty level price. This is going to be all-time high. Day one, two, wait. Two, three. Also wir werden jetzt hier ein Szenario aufbauen. Peter darf helfen, ein paar Zahlen zu liefern hier auch gleich. Also wir haben einmal die Tage, dann das Difficulty Level und ATH All-Time High, also den Höchststand des Layer-K-Preises. Give me a second. So let's imagine today the price, which is price at market, PTN, is 120. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir treffen eine Annahme, PTM, Price to Market, also der Preis heute am Markt ist $1,20. And you have linked to your machine 10.000. Und mit meiner Maschine habe ich 10.000 jetzt Token oder Dollars? Tokens. So the Tokens. value you multiply like this, and the value you have connected to your machine is $12,000. Wir haben also 10.000 Token von der Anzahl her und wir kalkulieren jetzt mal den Wert dessen, was wir mit unserer Maschine verbunden haben. $1,20 mal 10.000 sind also 12.000. Since you bought your machine today and you linked one, if you linked 10,000 Layer-K tokens today, and the price of the layer token today is $1.20, then your DLP is $1.20. Wenn wir also davon And ausgehen, dass wir heute jetzt unseren Token hier verlinkt haben zum ersten Mal, der Marktpreis, das All-Time-High, jetzt mein heutiger Preis, für mich persönlich $1,20. your all-time high and everything is $1.20. Now, we will do this exercise imagining that we have Autolink of
Wir gehen jetzt in unserem Beispiel mal davon aus, dass wir die Funktion Autolink ausgeschaltet haben. So this is how the math goes. So funktioniert hier die Berechnung dahinter. You multiply the value second, where is parentheses? Wir multiplizieren also den Wert, den wir ausgerechnet haben, mit dem täglichen Produktionswert von 0,27. So this is percentage. This should be 0.0027, but the math is like this. Also 0,0027 sollte es eigentlich sein, aber mathematisch bilden wir es hier so jetzt natürlich ab, da es Prozent sind. So if you have $12,000 linked to your machine in Layer K token to this machine, this would be the production with auto stake on. Wenn wir also jetzt davon ausgehen, wir haben 12.000 Dollar in Wert an Token mit unserer Maschine verbunden, dann wäre es, wenn der Autolink-Button angeschaltet ist, jetzt hier dieser Wert von 32 pro Tag. But because we are doing the example with auto stake off, you have to take out 30%. Wir hatten ja aber gesagt, dass wir in unserem Beispiel den Autolink-Button ausschalten, also müssen wir hier 30%, die ja eben abgezogen werden, auch abziehen. So you multiply this by 7. 0.30 and then Wir you multiplizieren das hier also mal 0,3 und haben dann hier entsprechend das Ergebnis. subtract and Ziehen this das ab. is your production. Und die tägliche tatsächliche Produktion ohne Autolink sind dann 23 Komma. Since today the token price is 1.2, then how many tokens do you receive? Der Tokenpreis heute ist ja in unserer Annahme 1,20 Dollar. Wie viele Stückzahl Token bekommen wir also? 19 Layer K Token. Wir bekommen 19, Layer K Token. Now, Peter, give me what is the price of the Layer K Token going to be tomorrow, Peter, mach day mal eine two. Voraussage. Tag 2, wie hoch wird der Layer K Token Preis morgen sein? Einfach nur für unser Beispiel. Okay, ich bin ein bisschen, ich halte Ball flach. 1:30. 1,30. Goes up. Der Preis Yeah. steigt also. So, you have not linked more tokens. Wir haben This nicht means mehr Token in die Maschine reingelegt oder damit verbunden. this is same value. Der Wert bleibt also tatsächlich gleich. Gleiche What Anzahl has Token, changed gleicher Wert. is price of Layer K token. Was sich verändert hat hier, ist nur der Preis des Layer K Tokens. So, rule number one. Regel Nummer 1. That DLP always has to be equal to all-time high or greater, never less. Die Difficulty muss also immer mindestens genauso groß sein wie das All-Time-High. Es darf niemals kleiner sein. So now in day two, you have new all-time high. Now it's 130. An Tag 2 oder in dem zweiten Szenario haben wir jetzt also ein neues All-Time-High, einen neuen Preishöchststand von 1,30 Dollar. So of course, the DLP also has to be $1.30. Entsprechend unserer Regel muss also die Difficulty auch auf 1,30 Dollar steigen. Now, same calculation. Wir machen dieselbe Rechnung. You have the value Wert 12.000 times this
mal unsere And tägliche then Prozentzahl. I don't know how to use this Excel. Just You can to just draw fill it down. context, my laptop got ruined yesterday. I use Apple. This is my wife's. Microsoft, too complicated for me, but I'm doing my best. Also kurzer Sidegag, sein Okay. Laptop ist gestern irgendwie ja, verschwunden oder nicht nutzbar geworden und er sitzt jetzt hier normalerweise mit dem Apple-Gerät heute am Tablet seiner Frau. Also von daher ein bisschen Nachsicht. Okay. I don't like Microsoft too much, guys. Doing this. Microsoft ist nicht so Oh sein my God. Favorite. Okay, same. So basically nothing should change, okay? Es sollte sich eigentlich also in unserer Rechnung gar nichts verändern. It is basically the same calculation because when what is going to what's the system going to do? The system does this. This is imagine a system being a person. The system does this. Oh, okay. Day two, the price is higher. Okay. So take this into consideration. The price is higher. It Was will do passiert hier this also? calculation. Sorry. How many tokens does Peter have? Still 10,000 tokens. Same. What was the PTM that day that he linked to his machine? $1.20. That doesn't change. So the value is still 12,000. For the system, it's 12,000. If the Layer K token goes to $2 or $3, perfect. You are making a lot of money. Yes. When you unlink and you take out, yes, you can, of course, trade your Layer K token for USDT at that price. Fantastic for you. But for the system, it's same. Sorry. Na gut. Also die Rechnung bleibt tatsächlicherweise wirklich einfach die gleiche, wenn wir davon ausgehen, Peter hat jetzt hier in diesem Beispiel 10.000 Tokens verlinkt und ja, der Preis am Markt steigt auf 1,30 Dollar. Für uns relevant ist aber die Tatsache, dass wir den Preis bei 1,20 Dollar mit unserer Maschine verknüpft haben, sodass unsere tatsächliche Minting-Produktion in dieser Kalkulation gleich bleibt. Trotzdem natürlich verdienen wir in dem Moment, wo der Preis steigt, eine ganze Menge Geld, denn irgendwann wird der Moment kommen, wo wir unsere Layer K-Token von der Maschine trennen und sie zum Beispiel dann zum weitaus gestiegenen Marktpreis verkaufen können. Okay, so the system does this calculation. So it multiplies again your the same value, 12,000 times the power. You get $32. You have to discount 30%. And this is the amount of dollars that you should get. But something changed. Layer K token price. How many Layer K token do you get on day two? Because the price is higher. So you divide this by this. You get 17 Layer K token. You're still getting $23. But since the price of the Layer K token is higher, you get a little less Layer K token. Die Rechnung bleibt eigentlich also grundsätzlich dieselbe. Wir haben vom Wert her 12.000 Dollar in Layer K-Token. Die werden mit dem täglichen Prozentsatz von 0,27% hier verrechnet. Wir ziehen die 30% ab. Bedeutet, wir haben eine tägliche Produktion im Dollarwert von 23, wie gehabt. Der einzige Unterschied, was sich tatsächlich geändert hat zwischen Tag 1 und 2, ist ja aber eben, dass der Tokenpreis angestiegen ist auf 1,30 Dollar. Entsprechend, wenn wir jetzt 23 durch 1,30 Dollar teilen, sehen wir, dass die Anzahl der Token, die wir jetzt in dieser Situation bekommen werden, geringer ist. Also 17,70 hier in diesem Fall. The second thing the system will do is make a consult. It will consult the system. It will say, what is the DLP? The new DLP is $1.30. What is the price of today? Oh, $1.30.
Dass aber gleichzeitig noch $1.30. passiert ist, dass das System sozusagen feststellt, dass sich doch noch etwas weiteres geändert hat, nämlich die neue Difficulty ist 1,30 Dollar und auch die Frage, was ist der Preis heute, wird mit 1,30 Dollar beantwortet. So the difference between $1.30 and $1.30 is zero. Der Unterschied zwischen 1,30 Dollar und 1,30 Dollar ist aber natürlich null. So we come here. Fall in price, zero. So when the price goes up, when the price goes up, then the system will check this column. Wenn der Preis jetzt also Look. ansteigt, dann schauen wir uns im Layer K White Paper die Tabelle an und wir sehen, in dem Moment, wo der Preis steigt, gibt es keinen Discount, also keinen Abzug, sondern dieser Part bleibt unberührt. When the price goes down, Wenn der Preis sinkt oder fällt, it checks this column. dann wird hier diese Spalte sozusagen konsultiert oder Since the berücksichtigt. price has gone up, it checks this and says zero. Wenn der Preis What's the hochgeht, price? wird die andere Zero. Spalte berücksichtigt. Zero. Zero. No change. Wir haben hier keine So, Veränderung. discount is zero. Deshalb ist auch Difference das, is was zero, abgezogen discount wird, is null. zero. Then this is what you get. Wir bekommen also genau das, was oben steht, 17,70 Dollar. 17,7 Peter, Stück, nicht Dollar. what is the price on day three? Yeah. Peter, drittes Szenario, gib uns noch einen Preis. Now we make maybe another example when the price drop, maybe $1.10. Peter schlägt vor, dass wir uns anschauen, was passiert, wenn der Preis zum Beispiel nach dieser Entwicklung jetzt auf 1,10 Dollar runtergeht. Price drops. The amount of token is the same. Anzahl der The Token bleibt value of the bestehen und auch token das Value, also der Wert, den is the wir verbunden same. haben, bleibt bestehen. Because this is price at market value. Price at market value. Better there. This stays the same. So the price has dropped. Your all-time high is still the same. Unser All-Time-High, also unser Preishöchststand, bleibt auch unverändert bei 1,30 Dollar. And we will see what happens here. So Und wir werden gleich sehen, the was hier mit der system Difficulty says passiert. 130 minus $1.10. Das System rechnet jetzt also 1,30 Dollar minus 1,10 Dollar. This is DLP. Now this is new price. 0.20. Also unsere bisherige Difficulty und jetzt den neuen niedrigeren Preis. Und die Differenz sind also 0,2, also 20%. And you want to know how much the price has dropped. So you divide that between, of course, the all-time high, and it has dropped 15%. Also in Prozent ausgedrückt ist es also um 15% gesunken. 20 Cent, in diesem Fall 15%. This is 15. Let me see if I can change this. Fifteen point 38%. 15,38%. So the system comes here, checks. Das The System schaut price sich has also die Tabelle fallen. an. When the price falls 15% or more, two things happen. Wenn der Preis also um 15% oder auch mehr fällt, passieren zwei Dinge. Decrease production, increase DLP. Die Produktion wird verringert und das Difficulty Level wird erhöht.
First, we increase DLP by 5%. Aber Now, erst we erhöhen wir die increase this Difficulty um by 5%. 5%. Now, new DLP is 1.36. Unsere neue Difficulty wird also auf 1,365 festgelegt. And now we do same calculation. Jetzt machen wir die gleiche Rechnung. Take the 30%, of course, because you have auto stake off. Wir haben Autolink nicht angeschaltet, ziehen also wie gehabt 30% ab. Now you want to know how many Layer K token you will get, divide by this new price. Wir schauen uns jetzt also an, wie viele Layer K Token bekommen wir, also Stückzahl. But remember, we have discount, Aber 5%. wir haben einen Discount. Denkt daran, hier in dieser Spalte. In der Produktion haben wir einen Abzug von 5%. So we get the amount of Layer K token Wir schauen uns and jetzt also die Anzahl der Token minus an 5%. A und ziehen nice way to 5% calculate ab. is there. That is the amount of Bedeutet, Layer K token you receive wir that day. bekommen Anzahl, Stückzahl. 19,875 irgendwas Layer K-Token. Another day, Peter. Peter, noch ein Szenario, noch ein Tag, bitte. $1. Oh Go up. Peter schlägt einen Dollar vor, wir verhandeln. Okay. Ah, yes, good. $1. Also, $1, wir machen es. DLP. Unser Again, we Difficulty Level. calculate. Same. Now $1. Wir haben das gleiche All-Time-High, den Preishöchststand wie gehabt, $1,30, den aktuellen Stand $1. Wir haben also einen Unterschied von 0,30. Was bedeutet das? Twenty-three%. Die Veränderung von $1,30 auf $1 jetzt sind 23% weniger. We check. Wir schauen uns im White Paper die Tabelle an. Here, more than 20, less than Mehr als 25. 20, aber weniger als 25. Wir sind also hier in dieser Zeile. Increase 10%. Die Difficulty steigt also um 10%. This increases by 10%. Ausgehend von der Zahl, die wir zuletzt hatten, also 10% dazu. All-time high is still 130. Das All-Time-High, also unser Preishöchststand, bleibt bei $1,30. Same amount of tokens, same Tokenanzahl amount of bleibt, value. auch das Value bleibt. Same here for all of this. Auch das bleibt natürlich gleich.
23 Layer Cake Token, but Wir würden remember, also theoretisch von der Stückzahl her 23, Layer K-Token bekommen. 10% Discount. Wir haben aber 10% Produktionsabzug. Now, discounting that 10%, you get this amount of Layer Cake Token. Bedeutet, dass wir dadurch real diese Anzahl an Token, nämlich 20,71 in dem Beispiel, bekämen. Next day, Peter. Nächster Tag, Peter. Now are coming more beautiful days. Jetzt $2. kommen schönere Tage, $2. Let me give you an advice, so people understand how this works. Ich würde gerne einen Now Ratschlag geben, damit jeder hier verstehen kann, wie das funktioniert. we go back to 130. Lass uns mal zurückgehen auf Okay. $1,30 zunächst. So remember, when you started, no, we go back to 120. Wir machen When sogar you so, wir gehen zu started 1,20 zurück auf unseren Startpunkt. with 120, you received 19 Layer K Token and your production was 23, correct? Damals, als wir gestartet haben, sind wir gestartet mit pro Tag $23 an Stückzahl 19,17 Token. Okay. So your, of course, your DLP. No, wait. So again, this stays the same. Das bleibt gleich. This stays the same, of course. Auch das hier natürlich. Okay. Price has increased. Again, we do this. Der Preis ist also angestiegen. Was machen wir? All-time high, which should be here. Give me a second. This is still your all-time high here. Das All-Time High ist gleich geblieben, immer noch $1,30. Der Preis vom All-Time High 7% gerechnet ist also um 7% gestiegen. Gesunken. difference. You consult. Er liegt also immer noch 7% unter dem All-Time High. 7% is around here. 0, 0, 0, 0. Nothing happens here. Wir sind also hier in dem ersten Teil, 0%, 5%, solange wir unter 10% sind, passiert nichts. So Wir sehen this lauter Nuller in stays der the Tabelle. same, Es and of bleibt course also this stays the gleich. same. Now we do what the system would do again. Was macht jetzt also das System? Now this has gone up. So you would have to get the same? No, because remember, there's one more step. Es gibt also noch einen Schritt. Wir bekommen nicht das Gleiche, sondern The einen Schritt system, gibt es noch. when the token goes up, remember, when the token goes up, it takes this into consideration. It takes the DLP. So what will happen? Wenn der Tokenpreis steigt, wird also das Difficulty Level hier noch betrachtet. Was passiert also? Ah, I forgot. This is actually from this number, from DLP. Yeah, I forgot. Also This hier is diese from Zahl, die bezieht sich auf das two. Difficulty Level. So remember, when the price is going up,
you take this into consideration. When it's Wenn going der Preis down, also you take steigt, this into consideration, all-time high. So nehmen wir now das the price Difficulty has gone Level als up. Grundlage und wenn es sinkt, das All-Time High. Jetzt ist es So hochgegangen, wir orientieren uns also an dem Difficulty Level Price. the difference between $1.50 and $1.20 is still 23%. Der Unterschied zwischen unserem Difficulty Level von 1,50 Dollar und unserem aktuellen Preis von 1,20 Dollar ist also immer Here. noch 23% niedriger. Irgendwo zwischen 20 und 25 jetzt hier sind wir also. So you still have a decreased price. Wir haben also immer noch eine Produktion, die um 10% vermindert ist. You get this. Wir erhalten in diesem Fall jetzt also tatsächlich eine Tokenanzahl von 17,26 Stück. Day one, price 120. Wir erinnern uns an Tag 1, selber Preis 1,20 Dollar. All-time high, DLP 120, 120. All-time High, also Höchststand vom Preis und auch Difficulty Level, beide bei 1,20 Dollar. Day 5, price 120, difficulty level price 150. So there is discount according to the table. You receive less. Wenn wir uns Tag 5 jetzt aber angucken, wir haben zwar denselben aktuellen Preis, haben aber ein anderes Difficulty Level, sodass daraus ein Abzug entsteht, den wir hier mit 10% entsprechend der Tabelle aus dem White Paper vorgenommen haben, sodass wir hier eine verminderte Produktion von jetzt aktuell 17,26 Token erhalten. So you can look at it this way also. This is the amount of dollars, but here you still need to discount 10%. Man kann es auch so betrachten, die Anzahl an Dollar bleibt hier in dem Fall jetzt gleich. Wir müssen aber trotzdem auch die 10% natürlich noch abziehen, sodass wir vom Dollarwert dann jetzt, wenn ich das hier noch einfüge, in unserem Beispiel also bei 20,71 jetzt heute wären. Here there was no discount, but here there was discount. Same price. Also, obwohl wir jetzt tatsächlich denselben Preis haben, wenn ich das hier in Dollar ausdrücke, sieht man es besser. Tag 1 waren es 23 Dollar und mit dem eingerechneten Discount heute jetzt an dem Szenario Tag 5 sind es 20,71. What is the difference? Was ist also passiert? Wo liegt der Unterschied? DLP, difficulty level price. Difficulty Level Price, also der Schwierigkeitsgrad, der dort festgelegte Preis, das ist entscheidend. So, this is one of the protection mechanisms. Das ist eins der Preissicherungsprinzipien oder Mechanismen, die hier greift. When the price drops more than here, 5%, equals to 10%, there will be an increase of 5% every time. Jedes Mal, wenn der Preis also um 10% absinkt, wird es eine Verminderung von 5% geben oder eine Erhöhung des Difficulty Levels. What will people do? Was machen Menschen also, wenn das passiert? Turn auto stake on. In logischer Konsequenz schalten wir das Autolink ein und verkaufen keine Token. Stop selling. Aufhören zu verkaufen. Because they want to get back to this number. Denn wir wollen ja zu dieser ursprünglichen Zahl mal mindestens zurückkommen. So if autostake is on, Wenn this Autostake number oder increases. Autolink eingeschaltet ist, dann wird die Anzahl der Token natürlich erhöht, weil sie jeden Tag automatisch hinzugefügt werden. And that's how it works. Und genau so funktioniert das. Do you want me to continue with more examples or is now this is understood?
Soll ich noch mit weiteren Beispielen hier das jetzt fortsetzen oder ist das grundlegend verstanden? Peter? Ich Oder? denke schon, aber wir können auch noch ein schöneres Beispiel machen mit 1,50 Dollar, 2 Dollar, keine Ahnung. Okay, so in general, I guess, yes, we Wie get ihr the wollt, point. sonst Maybe können wir es auch for gerne beauty lassen. reasons, we can do $2 to see what's gonna happen. Work. Let's do one at this price. Look, what happens if the price goes to $1.05? Same Also wir as schauen your uns eins mit difficulty level 1,50 price. noch an, um die Parallele zu unserem aktuellen Difficulty Level Price zu haben. So now the price surpassed your all-time high. Now your all-time high is 150. And Der of Preis ist also course, gestiegen. Unser All-Time-High ist jetzt neu auf $1,50. this is Unser your Difficulty difficulty Level level bleibt price. natürlich. The difference here, zero. Grob Zero. gerundet ist hier die So Differenz the zwischen den beiden discount jetzt also 0. Wir haben is also keinen zero. Discount. You have still 10,000 token, Die Anzahl der Token 12,000 und auch der. value, and all of this Das, stays the der Wert bleibt same. gleich, alles das unten bleibt gleich. I'm sorry I'm going to so slow one by one, but sometimes it's better to learn like this. Sorry, dass ich hier nicht schneller bin. Ich mache das hier einzeln, aber manchmal ist es auch ganz gut, so eins nach dem anderen jedes Mal zu zeigen, wie es funktioniert. Okay, so how many dollars do you receive now? Wie viel Dollar bekommen wir also? If there is no discount, Ohne Discount same. $23. But now Der the gleiche price had to Preis. be 150, the same as your difficulty level price. Entscheidend ist also, dass wir Now, denselben Preis haben wie das Difficulty Level. Dann sind wir wieder beim gleichen Verhältnis wie am Anfang. $2. Like, no, not here. Here. New price, like Peter says, $2. Wir machen noch ein Beispiel mit $2 aktuellem Marktpreis. New all-time high, $2. Das neue All-Time-High sind $2. And since rule number one, never the DLP can be less than all-time high, this has to be $2. Und wir erinnern uns an unsere Regel Nummer 1, dass die Difficulty niemals geringer sein darf als der aktuelle Preis. Muss die selbstverständlich auch auf Same. $2 angepasst werden. Das bleibt gleich hier. And of course, the calculation, as always, stays the same. Und auch hier natürlich die Berechnung bleibt gleich. This is the amount of tokens you get, but this is still your max production according to your machine. Is there any discount here? No, because 2 minus 2 is 0. So this is 0. This is 0%, of course. And of course, you receive this minus 0. Is the same. Wir haben also die Situation, dass wir weiterhin $23 bekommen. Die Anzahl der Token, die wir erhalten mit 11,5 jetzt ungefähr, hat sich natürlich dem Preis entsprechend angepasst. Es gibt keinerlei Discounts, da der Preis ja gestiegen ist. Daher steht jetzt hier also eine Null. Wir bekommen also die vollen $23 gerundet und 11,5 Token. Now it's good. Great, great, great. I think everybody has understood this now. Ja, vielen Dank. Ich So glaube, jetzt this, passt's. and Jeder we have hat's, it glaube ich, jetzt on the verstehen können. video.
this math here is designed to always generate bull cycles, small bull cycles, whenever there is a bear market. Diese Mathematik hier dahinter ist also so designt, so programmiert, dass es, wann immer wir sozusagen einen kleinen Bärenmarkt erzeugen durch unser Verhalten, automatisch durch die Korrektur ein Bullenmarkt hier entsteht. Every person has different difficulty level price. Every person has different all-time high, personal all-time high. Abhängig davon, wann wir zu welchen Konditionen starten, ist es hier wichtig zu verstehen, dass jeder von uns unterschiedliche Difficulty-Levels hat und auch unterschiedliche All-Time-High-Preise. Es ist also immer eine individuelle Betrachtung. So if you see that the token drops and you're getting less production, of course you will turn your auto stake on for 30 days. Not only you, but a lot of people, because that way you have more tokens and then you can recover the amount of minting production that you were getting. So you generate artificially a bull market inside an apparent bear market. Was passiert jetzt also, wenn wir sehen, dass der Preis fällt oder runtergeht? Wir und natürlich auch ganz, ganz viele andere werden automatisch dafür sorgen, dass wir den Autolink-Button einschalten, damit wir mehr Token generieren, die unserer Tokenmenge dann hinzugefügt werden, weil eben unser Ziel natürlich ist, dass wir auf die Minting-Produktion, die wir hatten, wieder zurück wollen. Dadurch erzeugen wir ganz automatisch den nächsten bullischen Zyklus hier. This and this are the maximum price protections for a token. No one has this. Und diese wirklich maximale, ausgereifte Form der Tokenpreissicherung, die wir hier haben, das ist etwas, was sonst niemand hat. Because the community gets penalized for making the price drop. Man kann also sagen, dass die Community hier, wenn sie dafür sorgt, dass der Preis runtergeht, bestraft wird. But also remember that when the price drops here or more, there is boost. We don't see your chart if you're showing something. Oh my God. Don't worry. Also, wenn der Preis tatsächlich runtergeht, unter ein gewisses Level fällt, dann ist es tatsächlich so, dass wir aber natürlich auch gleichzeitig die Funktion von einem Boost erleben können. So this and this are what I was selling. This is the maximum protection price. And of course, when the price drops, then we start having boost for new machines. Wenn also der Preis hier, so wie er eben erklärt hat, um einen signifikanten Prozentsatz sinkt, zum Beispiel über 20%, dann kommt die dritte Spalte hier hinten zum Tragen, nämlich das, wo Minting Boost drin steht. Und das bedeutet, wenn in diesem Moment Minting-Maschinen dann gekauft werden, erhalten sie eine erhöhte Produktion. Right now, the minting boost is 0.02. Im Moment sind wir hier. Wir haben aktuell einen Minting Boost von 0,2. So, if you sell a new machine to a prospect or you buy one, Wenn du jetzt also selbst oder deinem Interessenten eine neue Maschine verkaufst, this is your production, your minting, your power. dann ist das hier, also die ursprüngliche plus die 0,002, die Minting-Produktionspower für diese Maschine. And Cheryl, it's gonna be lifelong, right? Excuse me? This one's gonna be lifelong, the boost. This, no, this is going to
if the token price recovers, then no more boost. Okay, also ich habe gefragt, ob dieser Boost. Okay. Yes. Okay. So if you buy a machine with this boost for life, yes. Choi-Chok, okay, I'm back. Also, wenn wir eine Maschine kaufen und jetzt zum aktuellen Preis dieser Boost sozusagen greift, dann ist es so, dass selbstverständlich der Boost bleibt, auch wenn sich der Tokenpreis wieder erholt, wird die Produktion mit dem Boost fortgesetzt. But when the price recovers, then no more minting boost. The people that bought the machine, good for them. But for new people that buy machine, when the price is high up again, no more boost. Wenn der Preis sich jetzt also erholt, wieder auf das Level zurücksteigt, dann wird es für neue Maschinen, die verkauft werden, für neue Partner keinen Boost mehr geben. Dann wird der Boost für neue Maschinen gestrichen. Wie gesagt, für die Maschinen, die mit Boost gekauft haben, bleibt er selbstverständlich bestehen. So while the system penalizes, of course, the community when they make the price drop, it also incentivizes people to buy new machines. Gleichzeitig, während es so ist, dass sozusagen die Community ein Stück weit bestraft wird dafür, dass sie mit Auszahlungen dafür sorgt, dass der Preis nach unten geht, gibt es hier sozusagen Anreize, entsprechende Belohnungen wie diesen Boost hier, die dazu führen, dass mehr Menschen in derselben Zeit eben auch neue Maschinen kaufen werden, weil es attraktiver ist. And I think that Cooles is key. System. Any more questions? I don't think so. Done, done. Okay, perfect. Thank you I hope so that much, was. Abel, for your explanations. I love listening to you. I love the way you calculate your show. Yeah, it's so good in explaining stuff. Thank you so much. I had the chance to listen third time today. So thank you, thank you, thank you. I guess that was a milestone for most of the people here to understand how it really, really works. And developing the price is not fantasy, but true mathematics and good mechanisms protecting the price. Thank you. Let me answer just a few more questions here. I want to leave with everything answered. Also, er hat So, noch zwei, drei Fragen gehalten, die will er auch noch beantworten, damit hier heute nichts offen bleibt. the calculation for Cloud K is different. Möchte nochmal sagen, dass die Kalkulation für die Minting-Produkte bei Cloud K anders sind. You can find a table here. Die entsprechend relevante Tabelle finden wir hier auch im White Paper, in dem anderen Reiter Cloud K. Auch wieder hier unter Minting Rewards and There is Calculation also a Formula. table. Auch da gibt es eine Tabelle. There Schaut is euch das also a bitte decreased entsprechend an. price whenever the price falls below. But this is the general price, not personal. Hier in diesem Fall geht es jetzt also um einen generellen Preis. It's the market price, right? Also And den this is Marktpreis. the Und amount of the percentage of your top of your production that is burnt. wenn der Marktpreis eben entsprechend runtergeht, das ist also hier jetzt kein persönlicher Wert, sondern der allgemeine Wert, dann wird entsprechend bei Absenkung des Preises eine gewisse Menge unserer Produktion hier eben verbrannt, geht ins Burning und das sind zum Beispiel 10% hier. When tokens are burnt in a crypto ecosystem, this is better for the price. It makes the price go up in time. Wir wissen, dass wenn in einem Ökosystem Token verbrannt werden, sozusagen aus dem Umlauf genommen werden, dann ist das sehr gut für das Ökosystem und den Preis, denn das wird auch dazu führen, dass der Preis einfach wieder nach oben ansteigt. Okay, now I have answered it. Good. Thank you so much, I guess. Thank you. Checking the clock, that was Always a pleasure. amazing. That was really, really, truly amazing, Chabelle. Thank you for your patience and answering all our questions. You really contributed. Thank you so much. Perfect. I'm happy.